Millionen von indischen Kindern leben unter menschenunwürdigen Bedingungen. Sie haben keinen Zugang zu sauberem Wasser, Nahrung oder Bildung. Sie leiden an Unterernährung und an schlimmen Hautkrankheiten. Es sind die Slum-Kinder Indiens, für die Drogen, Gewalt und Prostitution zum Alltag gehören. Sie führen ein Leben im Müll. Die wenigen Menschen, die helfen, sind machtlos. Shocked and sad about it. Die Georg-Kraus-Stiftung aus Hagen setzt sich aktiv in lokalen Projekten für Menschen in Not ein. Hans-Georg Kraus wollte das Leid der Menschen in Ländern, in denen andere Urlaub machen, nicht ignorieren und gründete 1996 die nach seinem Vater benannte Georg-Kraus-Stiftung. Noch heute finanziert das von ihm gegründete Unternehmen Wikingerreisen den Großteil der Stiftung. Auf diese Weise kommen dauerhaft ein Fünftel aller Kapitalerträge Hilfsprojekten in der ganzen Welt zugute. Die Welt braucht nicht nur Geld, sie braucht Charakter und Haltung. Und die drückt sich aus in unmittelbarer Menschlichkeit von einem Menschen zum anderen. Eines der zahlreichen geförderten Projekte ist das Kinderheim Nitya Seva in Bhopal in der Mitte Indiens. Nitya Seva ist Hindi und bedeutet beständige, uneingeschränkte Hilfe. Diese ermöglicht mittlerweile über 180 Kindern ein neues Leben. 1999 gründeten der Deutsche Klaus von der Fink und seine indische Ehefrau Asha das Kinderheim, um den zahlreichen Slum-Kindern der Stadt zu helfen. Bis heute steckt das Ehepaar all seine Kraft in diese Aufgabe. So fließt jeder gespendete Euro 1:1 in das Kinderheim. Mit Hilfe der Spenden wird den Mädchen und Jungen ein Dach über dem Kopf ermöglicht. Sie haben das erste Mal in ihrem Leben Zugang zu sauberem Wasser, geregelten Mahlzeiten und hinreichenden Sanitäranlagen. Viele Kinder sind sehr krank, wenn sie zu Nitya Seva kommen. So besucht jede Woche ein Arzt das Heim, um die Schützlinge medizinisch zu betreuen. Als wichtiger Schritt aus der eigenen Armut wird den Kindern die Gelegenheit gegeben, eine Schule zu besuchen. Zusätzlich gibt es eine Hausaufgabenbetreuung und eine Förderung individueller Fähigkeiten. Auch nach Abschluss der Schule betreut Nitya Seva seine Schützlinge bei der Berufsausbildung oder ermöglicht ihnen bei besonderer Begabung ein Studium. Feste Strukturen sorgen für ein friedliches Miteinander. Wie in einer Familie hat jedes Kind hier seinen eigenen Aufgabenbereich, wie im Haushalt zu helfen oder sich um die Kleineren zu kümmern. Klaus und Asha von der Fink geben den Mädchen und Jungen aber vor allem Geborgenheit und Liebe. Bei Nitya Seva können die einstigen Slum-Kinder endlich wieder Kind sein. Alle 10 Sekunden stirbt ein indisches Kind an den Folgen von Unterernährung, fehlender ärztlicher Versorgung oder schmutzigem Wasser. Jeder Euro kann Leben retten. Helfen Sie zu helfen und spenden Sie.